Der Begriff der Hegemonie ist für das ISM wichtig, weil wir selber uns vornehmen, Hegemoniepolitik zu betreiben. Was ist Hegemonie? Dieser Begriff gibt Antwort auf die Frage, wie eine Gesellschaft zusammengehalten wird. Eine Gesellschaft wird zusammengehalten zum einen durch Zwang, durch direkten Zwang, etwa durch Gewalt, aber auch durch strukturellen Zwang, etwa durch die Nötigung, sein Leben nur mit Geld durchbringen zu können und deswegen arbeiten zu müssen. Hegemonie ist das Moment, das zu diesen Zwangsverhältnissen hinzutritt. Hegemonie meint eine Übereinkunft, die von den Angehörigen einer Gesellschaft geteilt wird und den Zusammenhalt dieser Gesellschaft organisiert. Um ein Beispiel zu geben, neoliberale Hegemonie. Worin besteht die neoliberale Hegemonie, der sich das ISM entgegensetzt? Man kann zwei Sätze nennen. Beide sind von Maggie Thatcher. Es gibt keine Alternative, ist der eine Satz. Der andere Satz ist, es gibt keine Gesellschaft, es gibt nur Individuen. Hegemonial sind diese beiden Sätze während der letzten 30 Jahre deshalb gewesen, weil sie letztlich noch von denen befolgt worden sind, die ihnen gefragt, wie sie zu diesen Sätzen stehen, widersprochen hätten. De facto aber haben auch sie sich an diesen beiden Sätzen ausgerichtet. Das ist das, was die Hegemonie, was eine Hegemonie ausmacht, dass sie noch von denen befolgt wird, die ihr eigentlich widersprechen würden. Das Geheimnis der Hegemonie besteht darin, dass sie eine Übereinkunft ist, die von allen geteilt wird und damit aber einen zugrunde liegenden und dadurch verdeckten Konflikt verdeckt. Wenn in einer Gesellschaft Hegemonie herrscht, dann hält sie zusammen unter der Hegemonie, obwohl sie eigentlich zum Beispiel durchzogen ist vom Konflikt zwischen Kapital und Arbeit oder vom Konflikt zwischen den Geschlechtern oder vom Konflikt zwischen Generationen, aber auch Fragen des Konfliktes, was ist gesund, was ist krank, was heißt es eigentlich, ein ordentliches Leben zu führen. All das sind Fragen, die in der Regel eigentlich nicht durch Zwang, sondern durch Verhältnisse der Hegemonie geregelt werden, obwohl sie eigentlich Konflikte bedeuten. Diese Konflikte werden aber unter der Hegemonie zwangsweise befriedet, ohne dass Zwangsmittel gebraucht werden. Gegenhegemoniale Politik zu machen, würde jetzt im Beispiel der neoliberalen Hegemonie bedeuten, es hinzubekommen, auf alle erdenkliche Weise andere Sätze als die beiden genannten Sätze zur Geltung zu bringen, hegemonial werden zu lassen. Also zum Beispiel den Satz, es ist für mich außerordentlich wichtig, mit anderen zu entscheiden, in welcher Gesellschaft wir leben wollen, welche Alternative wir ausbilden wollen. In diesem Sinne versucht das ISM, gegen hegemoniale Politik oder selbst Hegemoniepolitik zu machen, gegen die neoliberale Hegemonie, was deswegen Sinn macht, weil diese Hegemonie selbst im Moment beginnt, brüchig zu werden. Ein Problem aber gibt es, das alle Leute befolgen müssen oder bedenken müssen, wenn sie Hegemoniepolitik betreiben wollen. Es ist überhaupt nicht gesagt, dass Gesellschaften immer durch Zwang und durch Hegemonie reguliert werden. Wenn in unseren Gesellschaften Verhältnisse alltäglich werden, in denen an Wahlen nur noch 20% der Leute teilnehmen und das aber als normal gilt, dann ist dieser Umstand zwar hegemonial, dass alle es normal finden, dass 20% der Leute nur noch an Wahlen teilnehmen, de facto bedeutet das aber eigentlich, dass gar keine Übereinkunft mehr vorliegt, sondern ein massenhafter Ausschluss. Wenn das sich bestätigen sollte, und es ist ein Trend in den bestehenden Verhältnissen, dann kann Politik nicht nur gegenhegemonial sein, sondern muss auch überlegen, wie sie diese Form eines auf Dauer gestellten Ausschlusses von ganz vielen, von Entpolitisierung, überwindet. Noch ist das nicht entschieden. Richtig ist es, jetzt nach Hegemoniepolitik zu fragen und was es bedeutet, eine andere als die neoliberale Hegemonie zu etablieren. Aber wir müssen uns darauf einstellen, dass Hegemoniepolitik alleine gar nicht ausreicht.